ja selten so viele Gäste gehabt wie heute, oder? So, meine Damen und Herren. Erstmal Kompliment, Daniela, wie Sie das eben gemacht haben. Sensationell, als hätten Sie nie was anderes gemacht. Das war ja wirklich schwieriger Text heute. Ja? Fehlerfrei. Riesenapplaus für Daniela. Danke. Wofür üben wir das denn vor der Sendung 3 Stunden, meine Damen und Herren? Riesenapplaus für Daniela. Danke. Wir haben heute so viele Gäste in der Sendung. Ja? Da kann ich nicht hier immer warten, bis Sie fertig geklatscht haben. Ja? So. Wussten Sie, dass ein neues Gen entdeckt worden ist? Und zwar, halten Sie fest, Alkoholismus-Gen entdeckt. Ja? Das Alkoholismus-Gen ist dafür zuständig, ja, wenn Sie einfach zu viel saufen. Ja? Das ist wirklich so. Offensichtlich, das Alkoholismus-Gen, es wird auch genannt das Saufen-Gen. Ja? Und ja. Und das Alkoholismus-Gen wurde entdeckt, und zwar zufällig bei einer Routineuntersuchung bei Bernhard Brink. Ja? Selbstverständlich. Ja. Viele Leute saufen nur wegen diesem Alkoholismus-Gen. Ja? Viele saufen aber auch weiterhin wegen ihrer Ehefrau. Ja? Und das, ja. Und dann eine weitere interessante Schlagzeile, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben. Und zwar, Buschs Gesicht macht aggressiv. Das Gesicht von George Bush macht aggressiv. Das ergab eine Umfrage im Irak. Ja. Nein, also das wurde getestet. Und dann haben viele Leute einfach gesagt, der Typ mag vielleicht nett sein, ja, aber das Gesicht macht mich aggressiv. Ja. Das ist das, was Sie immer denken, wenn Sie Karl Moik sehen. Ja. Aber es geht um George Bush. Und es gibt glücklicherweise eine gute andere Nachricht, ja, die da vielleicht Abhilfe schaffen könnte. Denn gleichzeitig habe ich auch diese Schlagzeile entdeckt hier. US-Ärzte planen erste Gesichtstransplantation. Das heißt, es gibt unter anderem auch Hoffnung für Nina Ruge. Ja, und wir haben ihn mal, stellen Sie vor, Sie sind in der Lage von George Bush. Ja, Sie laufen durch die Gegend und jeder, der Sie sieht, wird aggressiv. Ja. Da hilft nur eins, Gesichtstransplantation. Glücklicherweise jetzt machbar. Und da hätten wir ein paar Vorschläge für George Bush. Vielleicht mal das Gesicht hier transplantieren. Schauen Sie mal. Ja, weiß nicht. Wie finden Sie das? Ich finde das ja viel freundlicher. Ja? Das Ronald McDonald-Gesicht. Ja, oder vielleicht direkt so. Ja, oder was? Ich glaube, das ist alles noch ein bisschen unausgereift. Ich wisse, was das Schlimmste wäre, wenn George Bush das Gesicht von Uschi Glas bekäme, dann sähe das nämlich so aus. Schauen Sie mal. Ja. Wenn was aggressiv macht, dann ja wohl das, oder? Dann, ich weiß nicht, ob Sie am Wochenende den großen Buchstabiertest verfolgt haben. Prominente buchstabieren mehr oder weniger gut Worte. Unter anderem war auch Axel Schulz dabei und es gab ein schweres Wort zu buchstabieren. Schauen Sie sich das hier an. Ja, das ist doch mitten aus dem Leben. Borkenkäferbekämpfung. B-O-R-K-E-N-B-E-M-P-F. Jetzt bin ich durcheinander, wa? Einfach. Wobei, kannst du noch mal wiederholen, bitte? Das Wort heißt Borkenkäferbekämpfung und wir sollten jetzt langsam zum Ende. F-O-N-G. Borkenbämpfung. Ja, Axel Schulz, es ist. Borken. Das, jeder hat andere Spezialitäten. Buchstaben sind halt nicht sein Ding. Ja? Muss er, ja, ich glaube, das Einzige, was er fehlerfrei buchstabieren kann, ist Fackelmann. Ja? Und da möchte ich was zeigen vom MDR in der Sendung MDR Aktuell. Das war noch ein Bericht, der kurz nach diesem Auswahlverfahren für die Olympia-Bewerber gelaufen ist. Sie wissen, Leipzig hat es ja leider nicht geschafft als Olympia-Bewerber statt, obwohl sie ein hervorragendes Beherbergungskonzept hatten. Und dieses Beherbergungskonzept ist ein sehr schwieriges Wort. Ja? Das werden Sie hier gleich zum wiederholten Male feststellen. Schauen Sie hier.
Im Sport. Nochmal zurück zum Schmerz von gestern, Erwin, zu Olympia. Ja. Mit dem Beherbergungskonzept konnte Leipzig das IOC nicht überzeugen. So, ja. Oder wie Beherbergungskonzept oder wie Axel Schulz sagen würde, Borkenbämpfung. So, vielleicht den jungen Mann auch mal zum Buchstabiertest einladen. So, meine Damen und Herren, Sie wissen ja, ich bin ein großer Fan dieser Homeshopping-Kanäle. Ja? Ich kaufe nichts da und kann Ihnen sagen, lassen Sie die Finger davon. Ja? Aber ich gucke mir das immer wieder gerne an. Und was ich dieses Mal gesehen habe, es ging um einen Gasgrill. Ja? Genau das Richtige für die Grillsaison. Sie wissen, Pfingsten steht vor der Tür. Da brauchen Sie was, wo Sie einfach mit grillen können. Und es gibt einen tollen Gasgrill. Das sieht ein bisschen futuristisch aus und so, aber funktioniert wieder eins. Und schauen Sie mal, wie einfach Sie die Gasflasche da festmachen können. Toll. Das ist ja wie eine Handtasche, du. Ja, ganz bequem. So, überall hier mit hinzunehmen, am Weiher oder sonst wohin. Dann klappen wir ihn doch aus. So. Einmal, zweimal. Die Stützen. Gaskartusche müssen wir noch einfüllen. Ja. Ja, das war's. Fertig, drücken, fertig. Wir haben das jetzt bewusst noch nicht gemacht, weil wir Ihnen komplett die Gaskartuschen einfüllen noch zeigen wollen. Wunderbar. Wir machen unten den Deckel auf. So, ganz einfach. Diese Gaskartuschen gibt es übrigens überall. Einlegen, jetzt muss ich aber gucken, damit ich da hinkomme. So, nur mal einmal eindrehen. Zack, zack, und das war's. So. Ich hab's genau gesehen. Nicht wegen mir. Zack, einfach rein. Nicht mit mir, Freundchen, ja? Das ist übrigens das gleiche Fach, in das auch die Würstchen reinkommen, falls Sie das interessieren. Der Grill ist, glaube ich, sehr einfach zu handhaben. Sie müssen einfach nur diese Glasflasche rein, ja, anzünden, Stichflamme abwarten und dann ab zur Gesichtstransplantation. Ja. dann etwas Interessantes bei RTL Punkt 12. Es geht um gefährliche Tiere. Und zwar sehen Sie hier ein gefährliches Eseljunges. Schauen Sie mal her. Diese Männer machen lieber einen Ausflug mit Kind und Kegel. Zum Vatertag raus mit Frau, Sohn und Tochter. Doch auch das kann gefährlich sein. Ja, vermutlich hatte der Esel kurz vorher George Bush im Fernsehen gesehen. Super, oder? Der arme Junge. Naja, dann etwas, wir bleiben bei Tieren, meine Damen und Herren, vom Hessischen Rundfunk. Und zwar Herrchen gesucht heißt die Sendung. Da werden so Tiere verlost, verschenkt, zum Abholen angeboten, möchte ich fast sagen. Und es geht um Wendy und Gizmo, zwei Katzen. Die sind nicht einfach zu unterscheiden. Frau, die das dort erklärt, findet das aber doch. Schauen Sie mal hier. So, jetzt. Hier haben wir Wendy, nach vorne. Wendy und Gizmo. Wer ist wer? Also, die Wendy ist hier die Getigerte und das ist Gizmo. Gut. So einfach. Oder? Ja. Um weitere Verwechslungen vorzubeugen, sollte das Herrchen nicht auch noch getigert sein. Ja? Bitte passen Sie auf. Ist eigentlich ganz einfach, oder? Gizmo ist die Katze. So einfach hätte man es haben können. Wir machen ein kleines bisschen Werbung, meine Damen und Herren. Nach der Werbung sehen Sie bei uns das hier. Und zwar ist bei uns der Erfolgstrainer, Aufstiegstrainer von Mainz 05, Jürgen Klopp. Sie sehen den TV-Total-Tipp zum Wochenende. Und Popstar Ronan Keating ist bei uns zu Gast. Und noch ein Überraschungsgast. Und. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Sagen wir bei uns Ronan Keating und Simon Gosian und Elton sind hier, um uns was Interessantes zu erzählen, was sie sich ausgedacht haben. Dankeschön. Danke, 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 danke. Und vieles, vieles mehr sehen Sie gleich noch bei uns, falls Sie gerade erst zuschalten. Schönen Gruß. Gibt's eigentlich was Neues aus Bagdad? Aus Bagdad berichtet unser Korrespondent Jörg Abdi.
So, meine Damen und Herren, wir haben einen Mann eingeladen, der, ja, sagen wir mal, zu einem großen Teil mit dafür verantwortlich war, dass nach, glaube ich, zwei oder drei knappen Jahren Mainz 05 dann endlich in die Bundesliga aufgestiegen ist. Und Sie können sich natürlich vorstellen, da wurde gefeiert. Ja? Und wissen Sie, was da los war? Und wir zeigen Ihnen mal ein paar Bilder von der Siegesfeier von Mainz 05 und Ihrem Trainer Jürgen Klopp. Schauen Sie mal hier. Man ist ja Kummer gewohnt, man kennt diese Last-Minute-Entscheidungen gegen die eigene Elf. Und dann ist Schluss beim KSC. KSC gewinnt mit 1:0 und der FSV Mainz 05 ist in der ersten Bundesliga. Um 16 Uhr, 48 Minuten und 13 Sekunden an diesem 22. Mai 2004 geschieht Historisches in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Mainz 05 mit Trainer Jürgen Klopp in der ersten Liga zum ersten Mal überhaupt. Was für eine Freude, meine Damen und Herren. Und der junge Mann ist, nachdem er jetzt mehrere Tage lang in einem Alkohol-Gen-Koma gelegen hat, ist er heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Jürgen Klopp, meine Damen und Herren. Was haben wir denn hier? Oh, Originalmeister Trikot praktisch. Ein für den Meister, ja. Meister Trikot. Dankeschön, yeah. Mit meinem Namen hinten drauf. Ich bin ganz stolz. Yeah. Nummer 1. Einmal erste Liga spielen. Was ist denn Amadeus-Feier? Personaldienstleister. Personaldienstleister. Ja. Muss man ja, kann man ja mal sagen, oder? Ja, klar. Ja. So, schön. Vielen Dank dafür. Man hört es Ihnen an, Sie sind noch ein bisschen stimmlich... Ja, also es war aber gestern noch viel schlechter und vorgestern ging gar nichts. Also, unsere Redaktion hat ja versucht, Sie am Montag schon anzurufen. Sie waren aber bis Mittwoch besoffen und deswegen war das nicht machbar. Ja, es war ja jetzt mehrere Jahre sehr knapp. Mainz 05 ist immer zwei Jahre hintereinander Vierter geworden, ganz knapp in der zweiten Liga. Verzweifelt man da langsam? Glaubt man da noch dran? Diesmal war es ja auch wieder sehr knapp. Es hat sich ja am letzten Spieltag entschieden. Ja, wir haben da schon noch dran geglaubt. Also wir haben es letztes Jahr auch direkt angekündigt, als wir letztes Jahr im Bus zurückgefahren sind von Braunschweig, hat mich der Präsident von Eintracht Frankfurt angerufen und hat gesagt, der hätte uns sehr gegönnt. Ja, und das sagt er. Da habe ich nur das Handy hochgehalten, da haben die Jungs hinten gesungen, wir steigen doch noch auf. Ja. Wir haben das wahrgemacht und das ist natürlich ist ganz, für Mainz ganz groß. Das erste Mal in der Bundesliga, oder? 99 Jahre lang haben wir es probiert. 99 Jahre lang gibt es den Verein und jetzt hat es geklappt? Ja, wir haben unsere 100-Jahr-Feier definitiv in der ersten Liga, das nimmt uns keiner. Ja, stimmt, das ist richtig. Ja, mein Verein ist... Wir wollten eigentlich zu Ihnen kommen, aber jetzt immer, naja. Ja, wir machen vielleicht ein Freundschaftsspiel. Also wir gegen suchen FC? Uns Zweitligisten, gegen den wir spielen können. Ja. Vielleicht. Was haben Sie da? Ist das alles für was haben Sie damit gebracht? Ist ja Wahnsinn. Also fürs Publikum. Ich dachte, wir. Ach, fürs Publikum? Oh. Also wir können es gerne mal ganz kurz nennen. Wie man mal, wenn man. Ja, komm. Fußball. Olé. Hier. Also, so geht's. Ja. Hast du ja Ereignis auch weggeworfen? So macht man sich fest. Meins habe ich, hab ich behalten. Okay. Sie sind ja jetzt der einzige Trainer in der Bundesliga, der eigentlich gar kein Trainer ist. Stimmt. Macht das einen Unterschied? Eigentlich nicht, oder? Ja, nee, also, Sie haben keine Trainerlizenz, so ist es richtig, ne? Wie Franz Beckenbauer auch. Wie Franz Beckenbauer auch, ja. Oder ich, kann man auch sagen. Genau, oder so. Ich habe keine Trainerlizenz wie Stefan Raab. Ja? aber dann muss man dann sozusagen einen Trainer, einen ausgebildeten, einen diplomierten Trainer dann immer bei sich haben, oder? Ja, ist so. Ich bin eigentlich Teamchef und mein Co-Trainer, in dem Fall eigentlich bei uns dann Cheftrainer, Jelko Buvac, ist natürlich Fußballlehrer und deswegen ist es rechtlich alles in Ordnung eigentlich. Sie haben selbst mal gespielt, bei Mainz 05 auch? Ja. Und zwar, wie viele Spiele waren es insgesamt? 325. 325 Spiele als Profi? Ja. Aber immer nur zweite Liga? Ja.
Auch scheiße, oder? Ja. Es geht. Gut, jetzt als Trainer. Wann haben Sie aufgehört zu spielen selber? 2001. 2001, also gar nicht so lange her. Wären Sie lieber als Spieler in der ersten Liga gewesen? Oder finden Sie es jetzt besser, als Trainer in der ersten Liga zu sein? Also ich hätte mich nicht als Spieler in der ersten Liga sehen wollen. Also ich war nicht so gut, das muss man einfach sagen. Das hätte nicht ja, aber 325 Spiele, das sind ja immerhin fast 10 Jahre am Stück jede Saison durchgespielt, oder? Ja, das stimmt. Also das war schon in Ordnung. Aber da war auch Limit, war auch okay. Also ich bin zufrieden mit dem, was ich da gemacht habe. Und dann sind Sie durch Zufall in die Trainerkarriere reingekommen? Weil Nein, das wollte ich schon machen. Also ich habe Sport studiert während meiner Fußballerzeit und wollte schon Trainer in den Bereich gehen, aber das kann man ja nicht, das ist ja kein Lehrberuf. Kann ich sagen, ich mache 3 Jahre eine Ausbildung, dann bin ich Cheftrainer. Ja, aber es gibt doch diese hier, ist das nicht hier in Köln an der Sporthochschule, da macht man diese Fußballlehrer-Lizenz, genau. Oder? Ja, genau, genau. Aber da hatte ich keine Zeit für. Ich bin am Rosenmontag vor 3 Jahren bin ich über Nacht zum Trainer geworden. Und wie, was heißt das ja über Nacht? Wie wird man am Rosenmontag über Nacht zum Trainer in Mainz? Ja, so kommt der Präsident und sagt, am Rosenmontag, das ist Trainer jetzt. Ja, genau. Er hat gefragt. Viva Colonia. Was ist denn los? Am Rosenmontag über Nacht. Ist das denn ein professionell geführter Verein? Also kann man da... Also es gibt keine Probleme mit Bundesliga-Lizenz und so. Der Verein hat genug Knete, um da mitzuspielen. Gerade genug, ja. Also es reicht. Wir kommen zurecht und wir wollen jetzt einfach mal da hoch und ein bisschen gucken, was da geht. Ja. Freuen uns auf die neuen Stadien. Überall bauen sie neue Stadien und wir dürfen jetzt hin. Ihr spielt weiter auf Asche, oder? Bei euch? Ja. Ja. Na, ihr habt auch ein Stadion, oder? So ein anständiges mit. Wie viele Leute gehen in Mainz ins Stadion? 18.700. Und Sie werden das jetzt auch feststellen, weil Köln... Montagabends spielen jetzt wieder häufiger, da sieht man zweite Liga, alle Rasenplätze und so weiter, auch schöne Stadien, andere Städte halt, andere Burghausen und so. Ach stimmt, Köln spielt ja jetzt wieder Montag. Ja, genau. Ach, das ist aber scheiße. Wir haben ja letztes Jahr übrigens 4-1 gewonnen in Köln. Das müssen wer hat in Köln? Wir, als Köln aufgestiegen ist, haben wir trotzdem hier 4-1 gewonnen. Ja, das weiß ich noch, aber da haben sich die Jungs dann ja auch in den letzten Spielen ein bisschen gehen lassen. Ja. Da ging es ja dann schon los, die letzten 4 Spiele der zweiten Liga und dann direkt die ersten... 36 Spiele der ersten Liga, einfach alle nicht mehr gewonnen. Ja. Aber in Köln ist man auch einfach mit dem Aufstieg zufrieden und sagt, wir sind aufgestiegen, das reicht uns, jetzt steigen wir wieder ab. Ja, ist in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bestellen Sie den Spielern schöne Grüße. Das können wir hier machen, die sind auf Mallorca. Also die sind auf Mallorca auch noch? Was seid ihr denn für ein Verein? Nein, der Trainer wird irgendwie in der Rosenmontagsnacht irgendwie besoffen zum Trainer ernannt. Ja. Die Spieler haben nur ein Problem, die werden nicht erkannt. Die rennen alle mit Mainz 5 T-Shirt rum und denken, die Leute denken, sie wären Fans. Ach so. Also an alle, die sie sehen auf Mallorca, das sind die Doppelgänger von unseren Spielern. Ja, alles, alles, was sie erzählen, stimmt nicht. Ja. Ja, schöne Grüße. Wo sind die denn, in Arenal? Ja, logisch, direkt. Ja. Also, ich glaube... Schöne Grüße. Schöne Grüße an den Ballermann. Also, ich glaube, Sie haben hier heute ein sehr positives Vereinsbild von Mainz 05 erzeugt. Gerne, gerne. Ich glaube, Sie haben heute mit Sicherheit einige Fans dazu gewonnen. Ja? Ja. Der neue Spaßclub der Liga. Saufen, bis der Arzt kommt. Ja. Und nächstes Jahr wieder zweite Liga. Nein, ich wünsche Ihnen natürlich viel Glück. Ich wünsche Ihnen, dass Sie lange da oben bleiben. Das war also sehr sympathischer Auftritt hier. Weiterhin viel Glück und schönen Gruß an alle Mainzer Fans und die Mannschaft. Vielen Dank, Jürgen Klopp, meine Damen und Herren. So stelle ich mir einen jungen, modernen, aufgeschlossenen Trainer vor. Nicht immer dieses Gesülze. Ja, wir haben eine gute Saison gespielt. Wir müssen uns hinten verstärken, damit wir vorne ein bisschen besser von hinten rausspielen können. Dieses ganze Gesülze. Hier sagt einer mal, komm, haut euch das Zeug in die Birne. Ja? In einem Jahr sind wir eh wieder unten. Ja? So. Das ist meine gesunde Einstellung. So, meine Damen und Herren, wir machen ein kleines bisschen Werbung. Nach der Werbung sind wir wieder da. Den TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende. Und der irische Superstar Ronan Keating ist bei uns zu Gast. Und noch Überraschungsgäste über Überraschungsgäste. Das alles jetzt gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran.
Damen und Herren. Gleich noch bei uns Ronan Keating, Elton, Simon Gosion. Ein Überraschungsgast. Und ja, jetzt möchte ich Ihnen noch mal kurz etwas zeigen. Und zwar in einer Dokumentation bei Arte konnten Sie ein bisschen was sehen aus dem Backstage-Bereich des Eurovision Song Contest. Und dort wurde auch Ruslana gezeigt bei der Probe in Istanbul in der Halle. Und schon bei der Probe haben die wilden Hirten, ja, also die wilden Hirten von Ruslana den Boden kaputt gemacht oder sie selbst waren. Schauen Sie mal hier. Na, herzlichen Glückwunsch. Da hat die Tigerin ihre Krallen wohl ein bisschen zu weit ausgefahren. Zum ersten Mal in 50 Jahren Eurovisionsgeschichte wurde bei den Proben die Dekoration zertrümmert. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen zwei junge Männer zu uns, die sich was Tolles ausgedacht haben. Und zwar kennen Sie ja wahrscheinlich Simon Gosejohann, der bei ProSieben des Häufigen zu sehen war mit der Comedy Street. Und Sie kennen auch den anderen jungen Mann, der gleich hier reinkommt. Deswegen begrüßen Sie recht herzlich Simon Gosejohann und Elton, meine Damen und Herren. Klasse. Hast du wieder ein Trikot an? Ja. Ich war ja da am Sonntag. Ja? Ich war in Mainz. Echt? Ja. So. Die beiden. Ja. So, ja, jetzt fragen sich die Leute, was wollt ihr hier? Ja, ja, ne? Das frage ich mich auch. Genau. Und das fragen sie mich recht, ihr habt eine tolle Idee gehabt. Ja, also, echter Männerwettbewerb. Genau, man kennt das ja, wenn Männer so unter sich sind, dann wird mal so diskutiert, wer hat den längsten oder sowas. Bitte? Ja, du kennst das vielleicht nicht, weil mit dir redet ja keiner. Nein. Oder wer hatte die meisten Weiber? Das genau. Ist aber alles Humbug. Wir wollen zurück zu den Wurzeln. Wir wollen mal wirklich wissen hier, wer die härtere Sau ist von uns zwei. Wie? Ja. Was heißt, wer die härtere Sau ist? Ja. Muss ich das ja verstehen? Ja, ja. Wir denken uns harte Wettbewerbe, Wettkämpfe aus. Ja. Und jetzt über Pfingsten zum Beispiel wollen wir versuchen, wach zu bleiben. Genau. Also wer am längsten von uns wach bleiben kann quasi. Wie? Ja, wir bleiben wach einfach. Wie, für euch macht ihr das oder was? Ja. So. Aber es darf gefilmt werden. Wie? Ach so, ja, ja, ihr filmt euch dabei, ihr dokumentiert das? Das muss ein bisschen dokumentiert werden, damit ja auch keiner sagt, wir haben irgendwie jemanden beschummelt oder sowas. Aber ihr schummelt da nicht, da wird nicht nachher was geschnitten. Also, nein. Ihr fangt irgendwann an, wann fangt ihr an? Morgen. Morgen Mittag, morgen früh? Morgen früh. Morgen früh fangt ihr an, wach zu bleiben? Ja. Und dann bleibt ihr wach? Dann bleiben wir wach, solange es geht. Und das wird dann gefilmt? Was gibt's da zu lachen? Ja, und es wird gefilmt? Das wird gefilmt. Und wann kann man das sehen, nächste Woche oder was? Ja, so. Mal gucken, also kommt drauf an, wenn wir natürlich schlafen oder wenn wir noch wach sind. Wenn ihr noch drei Wochen wach bleibt, können wir euch nicht nächste Woche schon zeigen. Nee, aber ich glaube Donnerstag wollten wir. Also Donnerstag machen wir erstmal einen Zwischenstand. Wir haben mal eingeplant, dass nächsten Donnerstag dann unter Umständen die Sendung zu sehen sein wird, die heißen wird, wie soll die heißen? Elton vs. Simon. Elton vs. Simon. Genau. Und dann, wann läuft das nach TV Total? Dann wahrscheinlich nächsten Donnerstag. Und da zeigen wir dann, wer länger wach geblieben ist. Das wird alles dokumentiert. Und gibt es irgendwie Regeln? Es gibt Regeln. Keine Drogen. Ne? Also hier so Ehre und so. Nicht, also Drogen. Also alles, was heißt keine Drogen? Ja, also alles, was man legal in Apotheken. Sowas zum Beispiel. Also, Elton will Tee. Ja, ja, ich versuch's. Tee ist für mich Sissi. Was heißt, alles, was man legal in Apotheken bekommt, ist erlaubt? Das ist erlaubt. Ja. Sowas zum Beispiel. Guck mal hier. Wir waren eben noch mal im Supermarkt, in der Apotheke. Ja. Vita Sprint. Was ist das? Ja, steht drauf. Das ist so, das hat mir die Apothekerin so in die Hände gedrückt. Traditionell also angewendet zur Wisst Stärkung. Wisst ihr auch über die Wechselwirkung denn Bescheid? Was ist das? Das sind überfliegen. So Koffeintabletten. Also Simon will sich mehr so mit Chemikalien vollpumpen. Und ich versuche halt auf natürliche Weise mit Tee. Oder, also meine Strategie ist eigentlich, wach bleiben. Ja. Und wir habt ihr hier vielleicht noch zwischendurch mal tanzen mit Ruslana. Ja, das ist obwohl tanzen gerade so wie die tanzt, das schränkt ja an. Ich glaube, da ist man dann noch körperlich habt ihr denn erkundigt, was besser ist, wenn man zwischendurch auch mal einen Dauerlauf macht, um wieder neu Sauerstoff durch die Zellen zu pumpen? Ich glaube, oder Sex ist nicht gut. Sex ist nicht gut. Aber da wir ja nur zu zweit sind, ist es, glaube ich, ist wenig Erotik da im Spiel. Ja. Also die habt ihr euch informiert bei einem Arzt oder was? Ja, so ein bisschen gelesen im Internet halt. Ne? Ja. Also möglichst ruhig bleiben oder was? Nicht viel Energie verschwenden. Genau. Dadurch bleibt man am längsten wach. Nicht so viel fressen, wird man auch müde, ne? Ist ja klar. Okay. Ein bisschen immer so schlank.
Also das habe ich so zumindest so. Ich habe es vor. Entschuldigung, ja, also so meine Strategie. Wir werden ja sehen, wer die besseren Reserven hat, mein Lieber. Das würde mich mal interessieren. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das Längste, was ich mal wach war, war an die 40 Stunden. Dann ist, Stunden, dann schaltest du ab. Also wer zuerst wegpennt, der hat dann verloren. Ja, genau. Und ihr habt euch gegenseitig immer im Blickfeld. Und die Kameras natürlich auch. Die Kameras sind immer dabei, wenn mal jemand irgendwo hingehen möchte, weil er keinen Bock mehr auf den anderen hat, da ist immer und wenn jemand auf Toilette geht und sagt, ich muss mal, ich bin mal fünf Minütchen, muss ich mal. Da ist dann auch eine Kamera dann dabei. Ah, okay. Aber nur aufs Gesicht, oder? Das könnte ja jemand schummeln, aber... Ja, okay. Wir sind ja auch zwei ehrenhafte Männer da. Es ist ja, ne, es ist ja ein Wettbewerb zwischen Männern. Ja, so, selbstverständlich. Kann man nicht irgendwie da anfangen so... Ja, ich bin sehr gespannt. Ich finde das ein sehr interessantes Experiment. Soll ich mal einen Tipp abgeben? Ja. Ich glaube, Elton... Ich weiß nicht, ich habe bei Elton ist bei sowas immer... Elton ist immer der Letzte. Wenn irgendwo eine Party ist, Elton ist der Letzte. Elton ist der Letzte, der geht. Elton ist, wenn es am Buffet ist, Elton ist der Letzte, selbst wenn nichts mehr da ist, der Letzte, der noch am Buffet steht. Elton ist immer überall der Letzte. Der ist immer noch da, wenn alle schon zu Hause sind. Ja? Ich glaube, ihr steckt in der Hoffnung, dass noch ein Fan kommt und nach einem Autogramm fragt. Ja, wir werden. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja, gut. Ich bin gespannt. Ihr macht das jetzt über Pfingsten und ich wünsche euch viel Erfolg. Und nächste Woche Donnerstag sehen wir das dann hoffentlich nach TV Total, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass ihr uns das mal erklärt habt. Simon und Elton. Ich bin ja mal. Ich finde, man muss ja das ja auch fortführen, oder? Man muss die zwei dann ständig mit was Neuem gegeneinander antreten lassen. Dass man auch mal macht, weiß nicht, wer kann am längsten laufen. Ja. Da würde ich zum Beispiel auf Simon setzen. Obwohl, auch da könnte ich mich täuschen. Da muss man aufpassen. Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt, meine Damen und Herren. Wenn Sie jetzt am Wochenende Fernsehen schauen wollen und Sie wissen noch nicht was, dann haben wir jetzt für Sie die TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende. Bitte schön. Hi, ich bin's Alexander und ich singe heute für euch meine aktuelle Single Behind the Sun. Das wüsste ich aber. Mach dich vom Acker, denn jetzt kommen die TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende. Volles Brett nach vorne, volles Brett. Den Anfang macht am Freitag der große Deutschtest auf RTL. Hier schon mal die ersten Kandidaten. Vor dem Schweiß haben die Götter den Schweiß gesetzt. Durchgefallen. Man muss nicht immer alles glauben, was stimmt, ne? Durchgefallen. Also bei mir läuft es bombastisch. Durchgefallen. Du bist doch der reinste Dreckschwein, der es überhaupt hier gibt. Geht doch. Bestanden. Fazit für die meisten Deutschen gilt... Ja, ich kann nicht richtig reden. Och Mensch. Weiter geht's auf Arte um 22.20 Uhr mit Inspired Fetischszenen. Endlich macht Arte mal Schluss mit dem Schlaumeier-Scheiß und zeigt scharfe Bräute in Lack und Leder. In tiefgründigen Interviews wird erörtert, was an Fetisch eigentlich so toll ist. Das erzeugt eine gewisse Euphorie. Nur muss man da aufpassen, dass man genügend Luft zum Atmen bekommt. Auch Schuhfetischisten kommen dabei voll auf ihre Kosten. Bring mir in 5 Minuten den Schuh, du Wichser. Außerdem werden wissenschaftliche Fragen geklärt. Wo kommt der Fetischismus eigentlich her? Wir wissen's nicht. Ist doch klar, wo Schuhfetischismus herkommt. Aus Afrika. Alles Quatsch. Nicht zu verwechseln mit dem Schuhfetischismus ist übrigens der Kuhfetischismus. Das ist echt geil. Manchmal auch für die Kuh. Am Samstag um 17.03 Uhr läuft der Ratgeber Reise in der ARD. Der Rat dieses Mal, reisen Sie nicht mit Hubschraubern. TV Total legt Wert auf die Feststellung, dass bei dem vorangegangenen Ausschnitt niemand verletzt wurde. Außer den Leuten im Hubschrauber natürlich. Nee, Quatsch, keinem was passiert. Um 19.25 Uhr kommt dann im ZDF das Knaller-Pokalfinale Werder Bremen gegen Aachen. Das würde ich mir aber nicht im Fernsehen angucken. Man sieht es im Fernsehen, sieht man das ja, aber das ist, man muss ja live dabei sein. Nicht das ganz anders. Genau, wenn Sie keine Karte mehr kriegen, schauen Sie um 19.25 Uhr doch mal einen Film für die ganze Familie. Heidi! Da freuen sich manche schon seit Jahren drauf. Heidi, Heidi,
Deine Welt sind die Berge. Endlich gibt es ein Wiedersehen mit Heidi, dem Almöhi und dem Ziegenpeter. Mittlerweile sind Heidi und Peter allerdings erwachsen geworden und bekennen sich zu ihren Gefühlen. Ist das supergeil. So, das waren unsere Tipps. Wenn Sie alles öde fanden, lassen Sie die Glotze doch mal aus und machen Sie was Sinnvolles. Und ich sage, auf Wiedersehen. Für gut. Servus. Ja, und das TV, Total-TV-Tipps zum Wochenende, meine Damen und Herren. So, hier nochmal den. Aus Bagdad berichtet unser Korrespondent Jörg Abendkristall. So, meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen den Namen des nächsten Künstlers sage, dann sagen Sie bestimmt. Super, ja. Ja. Denn er ist seit vielen, vielen Jahren erfolgreich in ganz Europa, glaube ich, wenn nicht in der ganzen Welt. Und er ist heute Abend wieder bei uns. Begrüßen Sie aus Irland Ronan Keating, meine Damen und Herren. So, welcome to the show again. Thanks, mate. How are you? You got a new watch, I see. Yeah, it's wild. Was ist das für eine Uhr? Was ist das denn für eine Uhr? Tiny. Ja, eine sehr kleine Uhr. Ja. I took it off the eine wall. Wanduhr. Very nice. Thanks. You know, there in these times, there are, you can buy watches really small. Tiny, yeah. Yeah, yeah. But I have really bad eyes. You have eyes, yeah. It's eine Blindenuhr. Yeah, I need a big one. For something special? Like, is it an outdoor and trekking? I think it's nautical. For boats, sailors. Yeah. Ah, okay. Yeah, yeah. Okay. Do you sail? No. But you live in Ireland. How did you came here? Planes, actually. We just got planes. Yeah, I just got television and planes. I see. Yeah, same week. Yeah. Yeah. You got a new song. Yeah. It's called "Last Thing on My Mind." It's from your new album. Is that right? Yeah. Turn It On, the single. You recorded the single with Leanne Rimes. That's right, with Leanne. She was here a couple of months ago. Yes. So how did you came together with Leanne Rimes? I've been a fan for a long time. I like her. I think she's great. So when I was writing the album last year, I sent over a few songs. She liked this one. Ah, okay. Also er hat das Album geschrieben, hat ein paar Songs geschrieben und ist ein großer Fan von ihr, hat das ihr dann geschickt und das hat ihr gefallen und das hat sie mit ihm zusammengesungen. And we want you to sing today, but Leanne Rimes is not here. She couldn't make it. Yeah, she couldn't make it. Sadly. Leanne Rimes ist leider nicht da, aber wir haben einen kleinen Überraschungsgast für Sie, meine Damen und Herren. Sie erinnern sich vielleicht noch an unsere erfolgreiche Castingshow SSDSGPS. Da war eine junge Frau immer wieder bei uns bis im Finale zu Gast, die auch hin und wieder ein Lied von Leanne Rimes gesungen hat. Und die haben wir gefragt, ob sie nicht Bock hat, mit Ronan Keating zu singen. Hat sie gesagt, nee, haben wir sie gezwungen. Ja. Und nein, natürlich hatte sie Bock, mit Ronan Keating zu singen, meine Damen und Herren. Deswegen begrüßen Sie jetzt heute Abend für ein Duett mit Ronan Keating hier bei uns zu Gast Alex. Herzlich willkommen. Habt ihr geübt heute schon? Did you rehearse? Oh yeah. Already? Oh yeah. You like it? Is it oh yeah, she's a fantastic voice. She sings okay? Yeah, brilliant. Bist du nervös? Thank you. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, meine Damen und Herren. Deshalb, heute Abend für Sie eine absolute Weltpremiere. Last Thing on My Mind mit Ronan Keating und Alex. Bitte schön, live hier bei TV Total. Sure, it's
Yeah, you must unbedingt was zusammen machen. You gotta do something together. We're gonna, you know? Yeah. We're gonna, yeah. I mean songs, of course, you know? Of course. Why would you think anything else? Yeah. So, meine Damen und Herren, am Dienstag bei uns zu Gast Schauspieler Ingo Naujoks und Janet Jackson, kein Scherz. Janet Jackson ist am Dienstag hier bei uns zu Gast. Also sollen Sie unbedingt reinschauen. Ich hoffe, sie kommt angezogen. Schöne Pfingsten wünsche ich Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ronald Keating und Alex.